Ein Potrott. Hoffentlich ist es nicht genauso stollig wie meins. So, ein Galopper, wenn ich das richtig sehe. Oder ist das ein Ponita? Nee, es ist ein Galopper, habe ich es richtig gesehen. Und die Viecher halten ganz schön was aus. Jetzt aber ernsthaft, was hält denn das Viech aus? Ach. Ebene 9. Haben wir es ja schon wieder bald geschafft. Magen knurrt. Mal schauen. Ich habe so das Gefühl, dass die nächste Ebene, dass das eh schon die letzte Ebene ist. Oder die oder die nächste. Ja. Wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. Da habe ich wohl schon ein bisschen zu häufig das Doppelteam eingesetzt. Bei wie viel KP haut denn das Viech überhaupt ab? Okay, hier ist nix. Schwindelig vor Hunger ist nicht toll. Jetzt ist unterm Schaufeln eingeschlafen. Das ist ja auch toll. Ach, wie lange hält denn der Schlaf noch? Na, endlich. Nur kurz die KP von Chrissy wieder auffüllen und jetzt können wir weiter. Gut, Ebene 10 haben wir noch. Ach ja, der Puffer-Status, der ist ja hier auch noch da. Der total OP ist, weil man danach überhaupt nichts mehr trifft. Hier ist die Treppe. Ach, in der Ebene 11 haben wir hier sogar auch noch. Ja, ich habe den Dungeon nicht mehr so gut in Erinnerung. Ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal Mystery Dungeon blau gespielt habe. Magen knurrt schon wieder. Gefällt mir nicht.
Sind wir nicht bald da? Oder waren es hier doch 13 Ebenen? Mal wieder mit Steinen werfen. Level 19, das ist doch sehr schön. Schwindelig vor Hunger. Und was sind die guten Nachrichten? Ja gut, ich habe noch genug zum Essen dabei, also verhungern werde ich jetzt nicht. Einmal haben wir noch. Super Zeitpunkt, dass der Magen leer geht. Ich habe zwar gerade keine Äpfel dabei, aber ich kann Gummis essen. Die funktionieren hier da als ein Grundnahrungsmittel auch noch ganz gut. So, Feuerbergmütze, genau hier wollte ich hin. Rotgummi. Ein Arcani. Finde ich ja ganz toll, dass die mir jetzt schon wieder mit solchen Pokémon daherkommen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier machen. Noch ein Rotgummi. Da ist eine Treppe. Ich glaube, auf E3 ist dann der Boss. Zumindest mal stark davon aus. Ja, er ist hier. Ist er das? Der Gipfel vom Feuerberg? Ein unglaublicher Ort. Ich weiß, dies hier ist ein Vulkan, aber diese Menge Lava ist außergewöhnlich. Es hängt bestimmt mit den Naturkatastrophen zusammen. Au, das ist ja wie in einem Hochofen. Ich werde geröstet. Ich möchte nicht länger als nötig an diesem gefährlichen Ort sein. Beeilen wir uns. Halt! Huch, wer ist das? Es ist dunkel geworden. Ich höre die Schreie des Berges. Er schreit vor Schmerzen. Jemand verursacht dem Feuerberg unsägliche Pein. Seid ihr das? Wie? Da verstehst du was falsch, wir sind das nicht. Wir gehen hier nur durch. Wer bist du? Komm, zeig dich uns. Der Zorn des Berges ist mein Zorn. Hallo, Lavados. Ich bin Lavados, der Krieger des Feuers bin ich. Keine Gnade denen, die den Berg entweihen. En garde! So. Was haben wir denn hier jetzt dabei?
Auf jeden Fall mehr als genug Belebersamen, um den ganzen Scheiß jetzt zu überleben. Naja, das sollte ich vielleicht dem Chrissy mal sagen. Er hat es zwar jetzt eh gerade richtig gemacht, aber bitte verwende für diesen Kampf nur noch die Aquaknarre. Und da haben wir wieder schön das Glück, dass er sich an meiner Statik paralysiert hat. Ja, bei diesem Boss habe ich den schönen Luxus, dass ich mit beiden Pokémon sehr effektiv drauf bin. Zum Glück ist Paralyse hier overpowered. Chrissy erreicht Level 18. Dann haben wir das ja auch geschafft. Ah, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Warte, hör uns doch an. Wir wollen keine Probleme verursachen. Wir sind ja auf der Flucht vor unseren Verfolgern hierher gekommen. Du musst wissen, dass dieser Berg nicht der einzige Ort ist, der unter Katastrophen leidet. Naturkatastrophen zeigen sich an allen Orten. Momentan sind wir Flüchtlinge, daher können wir leider nichts dagegen tun. Aber wir wollen den Pokémon, die unter den Katastrophen leiden, helfen. Meint ihr das ehrlich? Es ist die Wahrheit, bitte glaub mir. Wenn du glaubst, ich würde lügen, sieh mir in die Augen. Eieiei. Gut. Ich vertraue darauf, dass ihr die Wahrheit sagt. Das war beängstigend. Ich hatte ganz weiche Knie. Ihr dürft passieren. Überquert den Feuerberg. Und ihr müsst mir etwas versprechen. Versprecht mir, dass ihr die Ursache für die Naturkatastrophen herausfindet, die unsere Welt bedrohen. Und dass ihr diesen Katastrophen Einhalt gebietet, damit sie nicht länger in Zerstörung und Leid säen. In Ordnung, wir versprechen es. Allerdings ist das im Moment nicht möglich. Ah, wir machen es, wir machen es. Wir werden verfolgt, daher können wir uns nicht sofort drum kümmern. Aber wir sind ein Retterteam. Wir werden untersuchen, was diese Katastrophen auslöst. Das versprechen wir. Ich nehme euch beim Wort. Ich vertraue darauf, dass ihr euer Versprechen halten werdet, wenn ihr nicht vergesst, welchen Mut ihr mir gegenüber gezeigt habt. Ah, gibt es noch etwas? Nein, ich wollte nur gerade losfliegen. Oh, musste das sein? Lebt wohl. Eigentlich ist er ja ein ganz netter Kerl. Puh. Oh, das war gruselig. Ich bin wirklich froh, dass Lava das uns verstanden hat. Das ist das Wichtigste. Also gut, lass uns den Feuerberg verlassen. Wir sind wirklich weit gelaufen. Ich bin völlig erschöpft. Lass uns eine Pause einlegen. Die Aussicht ist phänomenal. Oh, sieh mal, Kilian, da drüben. Siehst du, wie klein der Feuerberg von hier aussieht? Wir haben wirklich einen weiten Weg hinter uns. Weißt du noch, wie schwer es war, den Feuerberg zu überstehen? Ich glaube nicht, dass viele Pokémon das schaffen, was wir geschafft haben, den Feuerberg zu bezwingen. Und wir haben alles gegeben, um diesen Berg zu bezwingen. Weißt du, was ich denke? Wir sind so weit gekommen, vielleicht gibt es gar keine Pokémon, die uns bisher folgen können. Mach mir mal Mut. Das dachte ich mir. Du bist meiner Meinung, Kilian. Ja, du hast recht, das schafft niemand. Gut, dann können wir uns ja vom Leben als Flüchtlinge verabschieden. Wir müssen nicht mehr wegrennen und uns verstecken. Machen wir uns nichts vor. Wir haben die Hartnäckigkeit der anderen vergessen. Simsalas Team, er und seine Leute werden uns überall verfolgen. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitergehen. Ich meine, wir sollten dorthin gehen, wohin niemand sonst uns folgen kann. Lass uns positiv denken und weitergehen.
Wie? Was ist los? Kommst du nicht, Kilian? Bitte? Ob ich müde bin? Sie verfolgen uns. Wir können es uns nicht erlauben, eine Rast einzulegen. Und ich habe es dir doch gesagt. Ich sagte dir doch, dass ich mit dir gehen würde. Oh, komm schon, mach nicht so ein langes Gesicht. Mir geht es gut. Gehen wir. Ich folge dir, wohin du auch gehst. Und so setzte das Team von Kilian die aufreibende und gefahrenvolle Reise fort. Auf der Suche nach einem sicheren Versteck erreichten sie immer unwirtlichere Orte und gelangten stetig weiter in den Norden. Sie überquerten Bergkette über Bergkette, durchwateten übelriechende Sümpfe, erklommen vereiste Klippen, bis das tapfere Team von Kilian schließlich in eine Welt aus Schnee erreichte. Eine öde, kalte Landschaft auf dem harten Griff unerbittlicher Schneestürme. Ja, da speichern wir doch mal wieder. Speichern erfolgreich. Ist das kalt. Atschi! Meine Nase läuft und mir ist eiskalt. Ist dies nicht eine einsame Gegend? Sieh mal, wie hoch der Schnee hier liegt. Ich habe schon eine ganze Weile keine Pokémon mehr gesehen. Vielleicht gibt es hier niemanden außer uns. Oh, was war das? Was ist das? Was war das? Es sah aus wie ein Pokémon. Halluziniere ich schon? Nein, das glaube ich nicht. Ich bin sicher, da war jemand. Ich frage mich, was jemand in dieser verlassenen Gegend macht. Darüber jetzt weiter nachzudenken, hilft uns nicht. Wir sollten einfach weitergehen. Oh. Kilian, sieh mal. Siehst du das? Diese Bäume sind starr vor Eis. Wow. Der Schnee sieht aus wie gefrorener Puder. Es sieht sehr schön aus. Aber das Leben hier muss sehr hart sein. In Ordnung. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen hier durch. Es wird bitterkalt sein. Wenn ich nicht müsste, würde ich hier nicht durchlaufen. Sich hier zu verstecken, ist auch nicht die Lösung unserer Probleme. Blicken wir nach vorne. Lassen wir den Kopf nicht hängen, gehen weiter. So. Dann prüfen wir mal unser Lager. Nachdem wir im nächsten Dungeon ebenfalls wieder einen Bosskampf haben, will ich die Beliebersamen gleich ganz hier mit behalten. So, Silbeeren reichen 3, Top-Elixier reicht 1. Hoffen wir einfach mal, dass das reicht. So, wohin gehen wir? Der Schneepfad ist mal wieder der Trainingspfad. Der Frostwald ist dort, wo es weitergeht. Da wir im Feuerberg schon keine großen Probleme hatten, sollten wir gerade kein Training benötigen.